Menin Aide Tia Viloquadios Achilleus, vom Zorn singe Göttin des Pelopiaden Achilleus. Sie können da hineinkommen in diesen Virtualkonvergenzpunkt des Tableaus, indem Sie wissen, dass Sie dieses einzige konvexe Spiegelreflexionsgefäß alles Existierenden in seiner Einzigartigkeit gewesen sein würden. Aber auch das wird Ihnen wieder madig gemacht und ernoiert. Denn was sollte es denn schon, wenn durch das ternier aufgespannte Inzestverbot dieser Zorn, diese Gischt, diese Wut des Meeres, das sich unentwegt aufbäumt gegen das Starre und Feste, aber eben unbeeinflussbar, unerreichbar, unberührbar, unverdingbar, immer sich entziehend, immer unbeeinflussbar, in der Ferne bleiben wird, weil es so dargestellt wird durch die ternäre Aufspaltung einer Welt, die Sie zwar aus Ihrem Augenkessel her betrachten können, indem Sie dann erblickt werden von außen, von einem Äußeren, das sich immerzu unbeeinflussbar, unberührbar entzieht. Weil dies so konstituiert und konstruiert ist, dass dem so sein muss. Denn auch dies dient den Drittimperativen des Sich-Wegwendens von dem Erkennen dessen, das da draußen ist, von dem Einvernehmen, von dem Besitzen, von dem Festhalten wollen. Sie könnten glauben, sie seien der Zauberer, der das Meer zum Schweigen brächte oder sagte, steh still, Welle, und kehre an deinem Scheitelpunkt um und walle und Welle in die entgegengesetzte Richtung, fort mit dir, du Biest, du immerwährend schäumendes, gischtendes. Deine Übermächtigkeit und Überwältigung und Unverletzlichkeit aufzeigendes, beweisendes. Weil also das so konstruiert ist, dass es immer als Unerreichbares erscheinen muss, als immer sich Entziehendes, damit sie stattdessen sich dem zuwenden, dass die Drittimperative als der einzige Ausweg durch einen Seitenweg offen lässt, wo das Reale wenigstens in einem kurzen Aufklaffungsmoment beeinflussbar wird, imprägnierbar, beherrschbar sich vorgibt zu zeigen, aber auch nur für einen kurzen Moment, der letztlich Unversehrbarkeit und des immer Schachmattsetzens aller kleinen, kleinsten Energien, die es unterkriegen wollen, und stattdessen seine kontinuierliche
Umtransformierungsfortsetzungsaberwitzigkeiten erzeugt als der einzige Ausweg, der ihnen nicht madig gemacht wird, der ihnen durch übergroße Belobigungen und Belohnungen und ekstatische Orgiasmen und authentische kurzzeitige Existenzialisierungen empfohlen wird mit dem Gütesiegel des einzig vermeintlichen, ewig persistierenden. Wohingegen alles andere sich als ein kontinuierliches, entziehendes, anderes Ewiges des Unvermeidlichen und Tödlichen ohne jeglichen Ausweg zeigt, damit sie in diesem Konvergenzpunkt des Moments, in dem sie der einzige Messpunkt, der einzige Beobachtungsstandpunkt all dieses Spektakels und dieser Phänomenalität sich glauben sollen, aber eben nichts bewirken jenseits der Virtual-Konvexlinie, hinter der das Reale immerzu unerreichbar bleibt. Und deshalb wird das dreidimensional genau so aufgespannt, dass sie daran nichts haben sollen, an meiner Frau, sagt Herr K., dass sie daran nie etwas erreichen können sollen im Realen, dass sie zwar Aufzeichnungsinstrument und Beobachtungsinstrument sind und sogar im Wissen der einzigartigsten authentischen Existenzialisierung eines Kairos sind, dass sie, wenn sie ihn nicht verpasst haben, in die Dinghaftigkeit dignifizierter Einzigartigkeit eines Universums und einer Welt, die nur durch sie hergestellt werden kann, vermeinen möchten. Aber eben wie das Wassermolekül dipolar, asymmetrisch angeordnet. Auf ihrer Seite können sie das glauben. Auf der anderen Seite, von dem her sie erblickt werden, belächelt sie diese Hybris des Weltengenerators der Unsterblichkeitsfantasie und seien sie auch in jenem kurzen Moment eines augenblicklichen Aufklaffens ihrer Augen, in dem diese Unmöglichkeit und diese Gewaltigkeit und Gewalttätigkeit dieses ewigen Schauspiels sich auftut. Von der anderen Seite wird dieses sie erblicken im Moment des sich ansehen machens, im Ansehen dessen, im Spiegel, im Wechselspiegel des Vorne und Hinten, dieses Augenschauspiels, nicht einmal belächeln. Es wird ihnen nur mit dem Gemurmeln, mit dem Sprachlosen, rekombinatorischen Scrabbeln und Tosen und Knobeln der Moleküle antworten. Denn es will ja nicht, dass sie der Herr der Welt, dass sie der Magier der Zauberformel der Universen werden, sondern es will ja nur mit diesen dissymmetrischen, asymmetrischen Spektakel dazu veranlassen, sich aufzumachen in jene
Gefilde, in denen die Pforten der Dike und Ananke, in deren Durchtritt zwischen Leben und Tod der einzige Möglichkeit sind, eine kleine Wechseltransferierung, Wechseltransformierung im Realen zu bewerkstelligen, innerhalb dieser Sphärenblasen, die sich wehren und strampeln gegen das ausgelöscht werden und diese Spanne nur erhöhen können, indem sie weitere kleine Vesikel, kleine Absprießlinge, kleine Abzweigungen, kleine Polypenringe erzeugen in Regeneration, in Wiederauffrischung ihres einzigen Begehrens, nämlich nicht sofort wieder vertilgt zu werden innerhalb der übermächtigen Ströme und Strudel und vertikalen Vernichtungswalzen, sich wie die Feuerwalzen, wie die Sylphen dagegen kringeln, indem sie in der Walze sich mitdrehen lassen. Um diese kleinen Gegenewigkeiten herzustellen, in dem alles das, was wert, alles das, was bedingt entsteht, ist wert, ist zwar zugrunde zu gehen, aber alles den einzigen Wunsch hegt, sich dennoch dagegen zu erhalten, möglichst lange, möglichst so lange, wie es eben geht.